Willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Im letzten Part haben wir es gerade noch so geschafft, aus dem Jefferson Memorial zu fliehen, weil da die Enklave dann unbedingt Anspruch retten wollte, aber leider nicht ohne Todesopfer. Jetzt sind wir hier kurz im Megaton und ich kann jetzt einige Sachen schon mal bauen. Ich habe jetzt auch das schon mal rausgeholt. Und zwar einmal die Kronkorkenmine, und zwar braucht man dafür folgende Materialien: Lunchbox, Cherry Bomb, Sensormodul und Kronkorken. Also das können wir schon mal produzieren. Okay, das wird jetzt ein bisschen lange dauern. Also ich werde jetzt die Bauvorläufe werde ich einfach speed upen in Zukunft. Also ich hätte es auf jeden Fall besser gefunden, wenn man sie mehrmals hätte produzieren können. Also auf jeden Fall, die werden dann in Zukunft dann auch gespeed up oder komplett weggenommen. Und ich zeige sie einfach nur einmal, wie ich sie produziere, und das reicht dann auch. Darf ich nur nicht verdrücken. Okay, das wäre mal erledigt. So, die Pfeilpistole. Die können wir vorher noch nicht machen, weil uns noch eine Lucky-Pistole fehlt. Aber ansonsten braucht man eben Lucky-Pistole, Giftdrüse des Red Scorpions, ein Spielzeugauto und einen OP-Schlauch. Und die nächste auf der Liste, die Todeskrallenhandschuhe, können wir auch noch nicht machen. Da fehlt uns noch eine Todeskrallenklaue. Und diese zu produzieren, braucht man auf jeden Fall einmal Wunderkleber, Todeskrallenklaue, Ledergürtel und Stützbandage. Aber dafür die Luca-Granate können wir wieder produzieren. Nämlich die stärkste Granatenart, und eben die Kronkorkenmine ist nämlich die stärkste Minenart. Und für die Nuka-Granate braucht man einmal Nuka-Cola Quantum, Blechdose, Terpentin und Abraxoputzmittel. Also produzieren wir das jetzt mal vorerst. Okay, das ging jetzt schnell. Ich glaube, das muss ich wahrscheinlich nicht mal bearbeiten. So, und das nächste auf der Liste ist nämlich das Gleisgewehr, das wir schon produzieren können. Und dazu brauchen wir einmal eine Krücke, Dampfanzeige, Grenzspaltungsbatterie und einen Druckkochtopf. Und das verschießt dann halt Gleisbolzen als Munition. So, dann werden wir das auch erledigt. So, den Rocket-Werfer. Moment. Haben wir gleich, wenn ich an die Liste rankomme. Den Rocketwerfer können wir noch nicht produzieren. Da fehlt uns eben noch ein Laubbläser. Und dazu, also um den Rocket herzustellen, braucht man einfach Staubsauger, Laubbläser, Löschschlauch, Spritzdüse und den elektrischen Leiter. Und den last but not least hätten wir dann noch den Rösti, den wir schon wieder produzieren können. Und dazu braucht man folgende Materialien: einmal Motorradbenzintank, Zündflamme, Rasenmähermesser und Motorradhandbremse. So, und die restlichen Materialien, also die Laubbläser, Holzkrankenklau und Lucky-Pistole, ich versuche mich daran zu erinnern, dass ich die dann so bald wie möglich hole, dann können wir das einmal auch mal durchgehen. Also bauen wir jetzt noch den Rösti und dann sollten wir eigentlich fertig sein. Ich will jetzt nur gehen, dass ich das Gleisgewehr auf jeden Fall hergestellt habe. Ja. Und dann so, dann wäre das mal vorerst gewesen. So, jetzt kommen wir mal zu den Waffen. Also hier Gleisgewehr. Hat einen Schaden von 42, ein Gewicht von 9 und einen Wert von 200. Und kurz Demonstration, sozusagen, man schießt einfach mit Gleisbolzen.
Und gibt noch einen schönen Sound ab. So. Ach ja. Die Kronkorkenminen mit einer Stärke von 537. Wenn da jemand drauf tritt, dann rest in peace. Genauso hier mit der Nuke-Granate hat ebenfalls den gleichen Schaden, auch mit 537. Und ehrlich, wer da in der Explosion drin ist, der hat dann wirklich ein Problem. Ach, und jetzt zu der Erklärung des Gleisgewehrs, jetzt auf den perfektesten Zustand. Jetzt für die anderen, was wir jetzt bauen, was wir jetzt zum Beispiel wie Kronkorkenmine, kriegt man pro Version eine zusätzlich. Das heißt, hat man die höchste Upgrade-Stufe des Diagramms, dann kann man mit einem Produktion eben dreimal bauen. Also das heißt, man hat dann zum Beispiel das einmal dem Material und dann drei Kronkorkenminen zusammengebastelt. So, jetzt schauen wir, ob wir noch etwas haben. Ja, ich glaube den Rösti, oder? Ist das das einzige noch? Mit einer Stärke von 43 und einem Gewicht von 3 machen einen Wert von 200. Und mit dem Zusatzeffekt Tepe minus 2 an 5 Sekunden. Also ist am Endeffekt genauso gleich wie das Schockschwert von Qingwei. Also wer gerne Flammenschaden haben möchte als Elektroschaden, kann Rösti nehmen. Ansonsten könnt ihr auch beim Schockwert von Qingwei bleiben. Sagen wir jetzt mal für diejenigen, die den DLC nicht haben, ist auf jeden Fall den Rest eine gute Nahkampfwaffe. So, und die restlichen drei baue ich dann auch noch irgendwann mal zusammen, wenn ich es mal hinkriege. So, jetzt lagern wir das erstmal ab. Das Ganze. Das Gleisgewehr. Und eine Krokenmine, da lege ich jetzt 98 ab. Und eine Granate 59. Dann braucht man die Plasma-Granaten, die Plasma-Minen jetzt nicht mehr. Dann haben die jetzt respektive ausgedient. Dann haben wir jetzt einfach verstärktere Granaten und verstärkte ihnen. Also wir sind auf jeden Fall gut gerüstet. So, die Nachricht geht da ein bisschen auf die Nerv. Naja, wenn es doch nicht immer im Background stehen würde, dieser scheiß Köter! Ey, doch langsam reicht's mit dir! Dogmeat! Haust du jetzt ab! Schieß dir gleich in den Hintern! Los! Raus! Okay, da kommen wir ein bisschen näher. Ich hätte dich rausschieben können! Drecksköter! Das würde ich zu meinem eigenen Hund nicht sagen, wenn ich einen hätte. Gut, habe ich auch keinen, weil sonst hätte er sich beleidigt gefühlt. Wieso nennt er mich Dreckshund? Ich bin doch kein Dreckshund. Und dann wird er davonlaufen und dann haben wir eine Katastrophe mehr im Haus. Nein. So. Aber jetzt kümmern wir mal um die... Ich wünschte, es gäbe mehr Leute wie Sie. Ja, vielen Dank. Ich... Was er mir jetzt gegeben hat, aber irgendwas. Aber wir werden jetzt nämlich Ärger an der Heimfront machen und das ist nämlich die einzige Möglichkeit, also sagen wir die zweite und letzte Möglichkeit, wie an die Wackkopfpuppe Medizin rankommt. Ab dem Story-Fortschritt habt ihr dann nochmal Zugang zur Vault 101 und danach nicht mehr. Also wer sie vergessen hat, der kann sie jetzt nachholen und bevor er die Quest beendet und wenn er die Quest beendet hat, dann habt ihr halt Pech gehabt, dann ist sie für immer verloren. Also ihr cheatet doch einfach rein. Sollte, glaube ich, technisch gesehen gehen, aber jetzt gehen wir zu Vault 101. Und ich werde auch ein paar Quick-Saves drin machen, falls der eine doch am Leben ist und mich töten möchte. Dann
nämlich lange her, dass wir hier geflohen sind. In Part 3 sind wir geflohen, hier in Part 93 sind wir jetzt zurück. Und mit dem Passwort, was wir von Amato bekommen haben, können wir jetzt auch diese Vault hier öffnen. Und hier haben wir auch ein paar Schriften. Weil sie einfach die Leute nicht reingelassen haben. Ich habe zur Geschichte von Vault 101, da habe ich auch schon einiges erklärt. Dass es nicht immer so eine Isolationswolke war. Das macht halt die Bewohner ein bisschen stinkig, aber schauen wir mal, was die für Probleme haben. Vielleicht Jim Wilkins versucht hier zu fliehen, ist dann aber erschossen worden. Die Red Kakerlaken hier und Steve Armstrong. Alter, was hat der Votaufseher hier gemacht? Der ist ja völlig übergeschnappt. Noch übergeschnappt, als ich die Vault 105 betreten habe. Das für ein kranker Arsch! Stehen bleiben. Ich weiß nicht, wie Sie hier reingekommen sind, aber... Warten Sie. Warten Sie mal. Das sind ja Sie. Unter dem ganzen Staub und Dreck von draußen hätte ich Sie fast nicht wiedererkannt. Das erklärt wohl auch, wie Sie diese Tür aufgekriegt haben. Sie haben mehr Übung darin als alle anderen hier unten zusammen. Ich muss mit Amato sprechen. Ich habe Ihre Nachricht bekommen. Eine Nachricht von Amato? Ich weiß nicht, wovon Sie reden, aber ihr zuliebe sollten Sie keinem ein Sterbenswörtchen davon verraten. Sie könnte größten Ärger bekommen, wenn bekannt würde, dass sie Ihnen eine Nachricht geschickt hat. Ich ebenfalls, weil ich jetzt mit Ihnen rede. Das Risiko nehme ich in Kauf. Eigentlich müsste ich Sie anschwärzen. Aber ehrlich gesagt, müsste ich auch melden, dass Sie hier sind. In meinem Alter bin ich aber recht vergesslich. Wissen Sie? Wir haben auch so schon genug Ärger. Da sollte ich nicht noch mehr Unruhe stiften. Was ist denn hier unten so passiert, seitdem ich weg war? Das Chaos brach aus. Ihr Vater öffnete diese Tür, die Käfer griffen an und manche von uns drehten durch. Als sich der Rauch verzog, lagen hier sehr viele Tote und Verletzte. Und die Frage nach dem Warum tauchte auf. Es war auch nicht gerade angenehm, dass wir keinen Arzt mehr hatten. Wenn der Vater noch leben wäre, überall das sicher schockiert. Das, tut mir leid. Egal, wie sich die Dinge hier unten entwickelt haben, er war ein guter Freund. Er wäre draußen sicher zurechtgekommen. Später dachten dann viele, dass er wie so oft ja recht hatte. Wenn es draußen ungefährlich ist, warum sollte man denn dann ewig hier unten bleiben? Das gefiel aber dem Aufseher überhaupt nicht. Und er begann gegen diese Einstellung vorzugehen. Er hat sicher nicht erwartet, dass Sie zurückkommen. Und was jetzt? Ich sollte Sie wahrscheinlich verhaften und zum Aufseher bringen. Aber offen gesagt werde ich mich hüten, das zu versuchen. Mittlerweile halten es einige Ihrer alten Freunde für eine gute Idee, die Vault zu öffnen. Diese Rebellen wollen mit Ihnen reden, vor allem jetzt. Natürlich können Sie auch einfach gehen. Es wäre dann so, als wären Sie nie hier gewesen. Aus Respekt vor Ihrem Vater würde ich es keinem sagen. Können Sie mich irgendwo hinbringen? Ich schätze, Sie hatten viel zu tun, seit Sie das letzte Mal hier waren. Wohin wollen Sie denn? So, Madsen, bringen Sie mich zu ihr. Okay, mir nach. Zum Aufsehen gehe ich jetzt lieber nicht direkt. Das ist wahrscheinlich seine Vorschrift von Vault-Tech, die er noch füllen hat. Eben ein Leben innerhalb der Vault ohne die Außenwelt. Wer in der Vault geboren wurde, wird auch in der Vault sterben. Also sozusagen eine Isolationshaft. Und ehrlich, ich würde jetzt dem Vault-Aufseher nicht persönlich noch über die
Ebenen laufen, weil mit dem habe ich schon genug Edgar am Hals. Oje, warten Sie. Das sieht nicht gut aus. Was wir beide bereuen werden. Kann man nicht einsperren. Denn Tunnelschlangen sind die größten. Zurückbleiben! Taylor! Schluss mit der Schießerei, verdammt nochmal! Sind Sie denn nicht schlau genug, uns fernzubleiben? Denn frisst die fast nicht geknallt. Ich wollte nicht schießen. Ich wollte ihm nur Angst machen, aber er hatte ein Messer. Bei diesen Rebellen kann man nicht vorsichtig genug sein. Was ist hier passiert? Ich habe Agnes, meine arme Frau, verloren. Das ganze Chaos und die Kämpfe hat ihr altes Herz einfach nicht mehr verkraftet. Und erzählen Sie mir von den Rebellen. Ich sage Ihnen, die machen mir Angst. Ich weiß nie, wann sie mal etwas wirklich Gefährliches aushecken. Naja, dann gehe ich mal. Ja, unbedingt. Besitzen. Lassen Sie es besser bleiben. Ja, ich klaue schon nicht. Okay, ich glaube, er will mich nicht bringen. Dann gehe ich höchst persönlich. Okay, wo ist Amata? Wahrscheinlich im Untergeschoss. Oben ist der Aufseher, der schaut wieder mal so runter. Die Wackelkopfpuppe ist nämlich da bei Dr. James Zimmer. Und ehrlich, das sieht wirklich nicht mehr so friedlich aus wie damals. Die Kämpfer haben nie alles abverlangt. Jetzt muss ich nur schauen, wo genau ich hin muss. Nein, das Atrium will ich jetzt noch nicht. Ich will zuerst mal dort lang. Dort sind sie irgendwo. Verdammt. Sieh mal einer an, wer da wieder in die Vault hereinspaziert ist. Es gehört wirklich Mut dazu, nach allem, was du vermasselt hast und was dein Vater getan hat, wieder hierher zurückzukehren. Wenn sie schon mal zurückgekommen sind, können sie sich auch gleich nützlich machen. Sie müssen uns helfen. Hilfe? Welche Art von Hilfe? Welche Art von Hilfe werde ich wohl meinen? Du hast doch sicher von den Änderungen gehört, die seit eurer Abreise hier eingetreten sind, nicht wahr? Die Todesfälle, die Lügen, diese ganze Sache mit der Abriegelung durch den Aufseher. Kommt dir das bekannt vor? Mann, die wären schon längst hier reingestürmt, wenn sie nicht gewusst hätten, dass ich beim Ausrufen des Notstands eine ihrer Waffen geklaut habe. Na, jedenfalls musst du uns helfen, hier rauszukommen. Mir musst du helfen, hier rauszukommen. Und dann zu versuchen, der gesamten Vault zu helfen. Mann, pfeif doch auf die ganze Vault. Was ist mit mir? Sogar diese Rebellen wollen doch nur nach draußen, um Handel treiben zu können und so ein Zeug. Ich dagegen will bloß von hier verschwinden. Wozu soll ich mein ganzes Leben lang als Friseur hier festsitzen, wenn ich rausgehen und da draußen meine eigenen Entscheidungen treffen könnte? Was hast du draußen vor, Butch? Ich werde natürlich eine Bande gründen. Das wird die wildeste, tollste und stärkste Bande werden, die das Ödland je gesehen hat. Hey, wenn du deine Trümpfe richtig ausspielst, lasse ich dich vielleicht mitmachen. Was hältst du davon? Hey, ich bin doch bereits bei den Donnerschlangen, habe ja die Jacke und so. Ja, aber das wird eine neue Bande sein. Weißt du, wir werden nicht bloß in Tunnels rumschleichen. Außerdem werden viel mehr Leute beitreten wollen. Das wird ein harter Konkurrenzkampf werden. Naja. Letztens, wenn er dann auf den Raider stößt, will ich mal sehen, wer überlebt. Butch oder die Raider. Naja, da muss ich los. Bis später, vielleicht. Und ich will jetzt mit Tomate sprechen, du stehst mir nur im Weg. Oh Gott, du bist zurück! Du hast meine Nachricht bekommen und bist tatsächlich zurückgekehrt. Ich bin sofort das, was ich hörte, du wärst in Schwierigkeiten. Oh, ich danke dir. Als du weggegangen bist, ist das Chaos ausgebrochen. Und jetzt, wo du zurück bist, kannst du helfen, wieder Ordnung zu schaffen. Du hast damals mein Leben gerettet, Amata. Ich helfe dir gern.
Ich wünschte nur, wir hätten mehr Menschen retten können. Jonas, Familie Hannon und viele andere kamen in dieser Nacht ums Leben. Es war schlimm genug, dass sie starben, weil mein Vater die Tür geschlossen halten wollte. Aber dann fand ich heraus, dass sie für eine Lüge starben. Ich habe herausgefunden, dass die Vault nicht immer geschlossen war. In diesem Punkt haben sie uns unser ganzes Leben lang belogen. Ja, das habe ich herausgefunden. Ich hätte es dir erzählen sollen. Was? Wie lange weißt du das denn schon? Weißt du was? Egal. Wichtig ist nur, dass wir jetzt wissen, dass wir unser Leben lang belogen wurden und dass diese Lüge Menschenleben gekostet hat. Selbst jetzt, wo wir dringend Hilfe brauchen, erlaubt uns der Aufseher nicht zu versuchen, mit der Außenwelt Kontakt aufzunehmen. Seine Macht hat ihn in den Wahnsinn getrieben, er muss aufgehalten werden. Du hast vollkommen recht. Es ist ja nicht so, als ob wir die Vault verlassen wollten oder so. Naja, Butch will die Vault tatsächlich verlassen, aber er ist viel zu feige, um es auf eigene Faust zu wagen. Die meisten haben akzeptiert, dass die Außenwelt den sicheren Tod bedeutet und dass hier unten alles so bleiben würde. Aber jetzt sind wir schlauer. Immerhin hat es gereicht, um sie und ihren Papa zum Aufbruch zu bewegen. Darum muss es da draußen etwas geben, das sich lohnt. Was macht der Aufseher? Also warum macht der Aufseher das? Ich weiß es nicht. Vielleicht glaubt er uns zu beschützen, aber in Wirklichkeit verachtet er uns nur. Ich dachte, Eltern würden sich für ihre Kinder eine bessere Welt wünschen. Also da draußen hinter dieser Tür wartet eine völlig neue Welt auf uns. Und wir machen so lange weiter, bis wir sie erreichen. Ich glaube, ich habe die Lösung für die Probleme der Welt. Das hoffe ich sehr. So wie jetzt können wir nicht weitermachen. Ich schwöre, ich kann deinen Vater und seine Wachen aufhalten. Pass auf! Wirklich? Gott sei Dank! Egal, was ich sage, er hört nicht auf mich. Er verbringt den ganzen Tag oben im Büro. Aber du bist tatsächlich draußen gewesen und kannst ihm daher aus erster Hand berichten, wie das ist. Nur, tu bitte nichts Überstürztes und verletze ihn nicht, in Ordnung? Weißt du, Gewalt ist nicht mein Stil, Amata. Keine Sorge. Das ist gelogen. Das hätte ich wissen sollen. Ich habe mir nur Sorgen gemacht, dass sich die Zeit da draußen vielleicht verändert hat oder so. Danke. Und viel Glück bei deiner Unterredung mit ihm. Sag mir Bescheid, falls du ihn umstimmen kannst. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Es gibt doch eine alternative Lösung. Toll, sie sind wieder zurück. Passiert. Mama und die kleine Monika wurden vom Feuer eingeschlossen. Ich habe versucht, sie zu retten. Ehrlich. Aber es war einfach viel zu heiß. Ich weiß, dass sie nichts dafür können. Aber mein Vater hält nicht viel von ihnen. Ihnen würde auch nicht gefallen, was er über ihren Vater sagt. Bis später. Ach, wenn nur die Alternative. Hallo! Schön, Sie wiederzusehen. Ich kann es einfach nicht fassen, dass sie fast niedergeknallt geknallt haben. Ich sage Ihnen, diese Wachen werden von Tag zu Tag schlimmer. Eines Tages werden sie es auf die Spitze treiben. Aber dann werde ich bereit sein. Was ist hier unten passiert? Paul wurde von diesen Red-Kakerlaken übel zugerichtet. Dachte aber, er würde es überstehen. Hätten wir einen Arzt gehabt, wäre er noch am Leben. Gut. Bis später. Würde das auch? Ja, und wahrscheinlich... Der hier. Da wäre irgendwo die Wackelkopfpuppe. Aber ist jetzt Butch da. Hallo, was gibt's Neues? Was ist denn danach passiert? Ich hörte den alten Stanley darüber jammern, dass viele der Sachen unten im Reaktor böse Schäden davongetragen haben. Es ist nicht allzu schlimm. Jedenfalls jetzt noch nicht. Er macht sich aber ständig Sorgen, dass das Luftfiltersystem oder so etwas ausfallen könnte. Wenn das passieren würde, müssten wir natürlich alle die Vault verlassen, stimmt's? Stimmt. Wir könnten die Vault sabotieren. Bis später, vielleicht. Da würde ich mal sagen, wir machen es mal so. Ich versuche mal mit dem Aufseher zu reden und wenn er nicht will, dann kommt der Plan B zum Einsatz. Dann sabotieren wir die Vault einfach.
und lassen einfach so aussehen, als wäre das Luftfiltersystem ausgefallen. Aber jetzt hoch zum Atrium. Oder gibt es da einen schnelleren Weg, der zum Aufseherbüro geht? Schuss. Los. Okay, der Zugang ist zu. Ich weiß nicht, ob derjenige noch lebt. Aber wir haben, glaube ich, zur Not noch einen Stealth-Ball, was wir benutzen könnten. Wehe, sie machen Ärger, ich warne sie. Ah, kein Problem. Ich will nur mit deinem Oberhaupt reden, wenn er mich lässt. Und zur Not haben wir Plan B. Storage Upper Level. Ich hoffe nur, dass der nicht lebt. Dass ich den niedergeknallt habe das letzte Mal. Sie hätten nie gehen dürfen. Jetzt werden wir dafür sorgen, dass niemand mehr aus der Vault rauskommt. Okay. Na bitte! Auf! Lasst euch mal machen, ich werde jetzt mal nicht eingreifen. Also, solange ich nicht schieße, werden die mich nichts machen, oder? Also sieht auf jeden Fall so aus, als hätten sie mich nicht auf den Kicker. Weil ich ja nichts getan habe. Und sagen wir mal so, meine Partner haben ihn erschossen. Kann doch nichts dafür. Wie ich sehe, sind sie zurückgekehrt. Haben sie den Staub und die Ruinen des Ödlands satt und die Suche nach ihrem Vater aufgegeben? Sie wollten sich wohl einfach wieder reinschleichen. Tja, da haben sie allerdings Pech. Sie haben in dieser Vault keine Zukunft mehr. Sie sind verdorben. Verdorben? Sie sind die Drecksau, die Jonas ermordet hat. Ich nehme an, Sie reden von dieser unangenehmen Geschichte, die sich bei Ihrer Abreise zugetragen hat, nicht wahr? Jonas und Ihr Vater gefährdeten den künftigen Erfolg dieser Vault und die Sicherheit Ihrer Insassen. Ich tat, was nötig war, damit Sie nicht alles vernichten, was wir hier erreicht hatten. Ich wünschte, es wäre gar nicht erst so weit gekommen. Lügen, nichts als Lügen. Sie haben Jonas kaltblütig ermordet. Erstens habe ich Jonas nicht getötet, sondern Chief Hannon befohlen, es zu tun. Und zweitens musste es getan werden. Jonas wollte mit ihrem Vater weggehen. Hätte er das getan, dann hätten sich ihnen noch mehr angeschlossen und wären für immer im Ödland verschwunden. Da wir so wenige sind, hätten wir keine weitere Generation überdauert. Selbst wenn die Flüchtlinge nicht bereits die Raiders zu uns gelockt hätten. Die Vault muss nicht isoliert werden, um die Bewohner zu schützen. Und wieso sind sie sich so sicher? Wie können Sie so naiv sein, nachdem Sie die Hölle da draußen gesehen haben? Keiner von Ihnen weiß, wie es da draußen ist. Und die meisten würden krepieren. Der Rest von uns hier drinnen würde am Ende auch draufgehen. Ich werde nicht das Leben aller riskieren, nur weil ein paar Leute die tolle Idee haben, im Ödland Urlaub zu machen. Ich hoffe, Sie verstehen das. Die Rebellen sind verärgert, weil sie bezüglich der Außenwelt belogen haben. Sie müssen begreifen, dass wir das getan haben, um sie daran zu hindern, nach draußen zu gehen und umzukommen. Ich hab's getan, damit sie nicht denselben Fehler machen, den unsere Generation in ihrem Alter gemacht hat. Manche von uns haben damals ihre lieben Freunde und Verwandte verloren. Wir werden nicht noch mehr Leute verlieren. Ich glaube, ich habe die Lösung für die Probleme der Vault. Sie wollen die Suppe auslöffeln, die Sie uns eingebrockt haben? Na, dann schießen Sie mal los. Die Rebellen haben recht, sie müssen die Vault öffnen. Ach, die Rebellen sind also im Recht?
Was bilden Sie sich ein, uns vorzuschreiben, wie wir die Leute in der Vault schützen sollen? Sie haben einfach nicht genug Leute, um hier unten für immer isoliert zu bleiben. Ich gebe zu, dass unsere Zahl in den 200 Jahren seit dem Krieg geschrumpft ist. Aber unser Genpool reicht noch für einige Generationen. Oh Gott, Sie haben tatsächlich recht. Wir werden höchstens noch weitere 100 Jahre überleben, selbst wenn wir von draußen Vorräte bekommen sollten. Wir sind die letzten reinen Menschen. Und jetzt sind wir dem Untergang geweiht. Menschen sind mehr als nur Gene. Menschen heißt... Menschsein heißt, nie die Hoffnung aufzugeben. Ich wünschte, ich könnte Ihren Optimismus teilen. Aber ich glaube, Sie haben auf Ihre geschwätzige Art irgendwie recht. Auf meine Art ist die Mission unserer Vault nicht zu retten. Aber indem ich die Kontaktaufnahme zur Außenwelt zulasse, kann ich Ihre Insassen retten. Doch ich bin nicht geeignet, Sie dabei zu führen. Ich trete als Aufseher ab. Und werde Amata sagen, dass ich sie für einen geeigneteren Anführer halte. Okay, gut. Dann muss mir nicht mal Plan B verwenden, dann reicht das. Wir haben auf jeden Fall den Aufseher jetzt davon überzeugt, den Widerstand aufzugeben. Beziehungsweise er hat jetzt von selber erkannt, dass es nichts mehr wird. Das sagt mir mal so, dass noch mehr Leute umkommen würden, wenn er so weiterhin stur auf Hilfe verzichtet. Und seine Fehler hat er auch eingesehen und wird jetzt als Vault-Aufseher abtreten und die Stelle wird jetzt ab... Und die Stelle wird sofort jetzt Amata übernehmen. Sie wird nämlich... Ich hoffe, sie wird eine bessere Zukunft hier haben. Besser entscheiden können. Ich hoffe nur, sie kommt mit dem Ganzen zurecht. Vielleicht etwas übereifrig gewesen. Es wurden Menschen um ihr Leben betrogen und sogar umgebracht. Und indem ich für deinen Schutz sorgte, hinderte ich dich daran, erwachsen zu werden. Ich weiß, dass ich diese Fehler gemacht habe. Und wenn es nötig wäre, würde ich sie wieder machen. Darum kann ich nicht euer Aufseher bleiben. Vater! Amata! Ich ernenne dich hiermit zum neuen Aufseher. Du hast bewiesen, dass du zum Wohl der Vault schwierige Entscheidungen treffen kannst. Es tut mir nur leid, dass ich das nicht schon früher begriffen habe. Betrachte das als einen von vielen Fehlern, die ich gemacht habe. Danke, Vater. Ich werde mein Bestes tun, um innerhalb und außerhalb der Vault für die Sicherheit aller zu sorgen. Keine Ursache, mein Schatz. Und jetzt entschuldige mich bitte. Ich bin sehr erschöpft. Wir werden uns bald unter vier Augen mit den Einzelheiten befassen. Aber jetzt brennen sicher ein paar Leute darauf, dir zu gratulieren. Oder wäre das erledigt? Ich habe eben gehört, dass mein Vater als Aufseher zurücktritt. Er sagt nicht warum, aber es hat wohl etwas mit dem zu tun, was du ihm gesagt hast. Ich hatte gerade ein klärendes Gespräch mit ihm. Alles sehr zivilisiert. Du und er? Eine ganz normale Unterhaltung? Ich ahnte ja, dass sich das Ödland verändern würde, aber damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Aber ich denke, wir werden jetzt alle bald etwas über die Außenwelt erfahren. Als neue Aufseherin habe ich vor, die Vault für immer zu öffnen. Es ist ein heller neuer Tag für die Vault. Aber ich fürchte, eine Sache muss geändert werden. Was immer es ist, ich helfe gerne. Ich weiß, dass du helfen willst. Und danke dir im Namen der Vault für alles, was du getan hast. Aber viele geben dir nach wie vor an allem die Schuld. Also muss ich dich bitten zu gehen. Es tut mir leid, aber die Situation hier ist zu heikel. Du kannst nicht bleiben. Bitte, wenn du der Vault wirklich helfen willst, musst du gehen. Ich verstehe. Tschüss, Amata. Wir können dir nie genug für alles danken, was du getan hast. Hier, es ist zwar nicht viel, aber nimm es bitte als kleines Andenken an uns. Es wird lange dauern, bis wir bereit sind, nach draußen zu gehen. Doch wenn sich die Vault wieder stabilisiert hat, sehen wir dich da draußen womöglich. Vorerst müssen wir uns Lebewohl sagen. Aber mit etwas Glück werden wir uns wiedersehen. Ja. Sie gehören nicht mehr hierher. Modifizierte Dings? Ja, und das ist jetzt eben der allerletzte Punkt.
wenn ihr die Wackelkopfpuppe nicht habt, ich glaube, man kann sie jetzt noch holen. Aber sobald die draußen sind, ist das für immer. Das gibt Glück plus Einstellung, setzt 10 plus 10 und reparieren plus 5. Ein modifizierter Servicearbeiter overall. Ja, dann würde man sagen, dann beenden wir die Geschichte jetzt. Wir gehen mit erhobenen Hauptes raus. Der Wald ein oder deins geholfen zu haben. Eine neue, strahlende Zukunft. Ohne Krieg und Gewalt. Mann, ich wünschte, wir könnten diesen Laden aufmischen. Ich hoffe nur, dass sie es auch ohne mich schaffen, hier zu überleben. Naja, wir haben auf jeden Fall eine andere wichtige Mission. Wir sind zwar hier nicht mehr willkommen. Aber sagen wir mal so, wenn wir Projekt Purity nicht zurückkriegen und zum Laufen kriegen, dann ist das Ödland sowieso verloren. Und das wird unser nächstes Ziel sein. Wehe, Sie machen Ärger! Ich warne Sie! Die Aufgaben meines Vaters zu beenden, dem Ödland zu helfen, wo auch immer es geht. Denn das ist unsere wahre Bestimmung. Aufnehmen wir wieder sind wollt ein oder dein. Du hast mir ein schönes Zuhause gegeben. Doch jetzt wird es Zeit, dass meine Mission erledigt werden muss. Auf jeden Fall vielen Dank. Ich glaube, mit Cheats könnte man sich noch mehr reinglitschen, wenn man möchte. Aber auf jeden Fall sage ich jetzt an der Stelle auch, das war's mit Fallout 3 in dem Part. Im nächsten Part werden wir uns dann in der Zitadelle wiedersehen und dort weitermachen wie bisher. In der Hoffnung, dass wir den Aufbereiter schnell wieder zurückkommen können. Dass mit Projekt Purity doch noch ein voller Erfolg ist für unser Vater, für das Wohl von gesamten Ödland. Also bis dann. Ciao.